So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und heute ist der große Tag, an dem wir fliehen und uns hier aus dem Kloster Schwindibussen machen. Ne? Wir gucken mal. Ich hoffe, dass wir alles erledigt haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben hier noch nach der Abendmesse im Dormitorium. Wir haben ja noch diverse verschiedene Sachen, die wir machen könnten, aber ich glaube, wir sind hier mit allen Nebenaufgaben soweit fertig. Also weiß ich nicht, es gibt ja noch so viel, ne, was wir in dem Kloster erledigen können. Ich weiß nicht, ob wir Neflas noch irgendwie was helfen können oder nicht. Was bedrückt dich? Ich glaube, das war alles. Das, glaube ich, ist... Wir haben, glaube ich, schon sehr viel herausgefunden, was wir hier machen können, müssen, sollen. Dann überspringen wir mal quasi jetzt bis Mittag. Und dann gehen wir noch, überspringen wir noch den Bibliotheksbereich. Dann gehen wir sowieso zum Abendgebet. Und dann wär's das. Ich denke, du kannst hier richtig viel machen im Kloster, wenn du das drauf anlegst. Wenn du Lust hast, hier länger zu verweilen, dann glaube ich, kannst du ja das ganz normale Klosterleben leben. Also ich denke mal, das geht immer so weiter. Wir können jetzt, glaube ich, hier wochenlang jeden Tag hier arbeiten und an unseren Skills feilen, was Brauen angeht und was Latein angeht. Und irgendwann werden wir ein ganz vorbildlicher Mönch einfach, ne? Und das Spiel, er macht so nebenbei. Wir verbringen halt ein paar Jahre einfach im Kloster. Oh, ich müsste schlafen. Er ist müde. Heinrich ist tired. Ei. Na komm schon, Heinrich. Können wir uns ein bisschen auf den Fußboden legen? Kann ich mich ein bisschen hier hinlegen? Wie geht's ihm dann? Energie 48. Ei, ei, ei. Und ich muss ja nachher noch ein bisschen fliehen, muss ich auch noch. Wir setzen uns noch mal kurz hin. Können wir nicht ein Nickerchen machen im Sitzen? Nein. Na gut. Okay. Ist es schon soweit? Darf ich schon raus? Noch nicht. Was könnte ich noch irgendwo... Habe ich alles mitgenommen, was es zum Mitnehmen geht? Was habe ich noch, irgendwelche Sachen ausständig, die ich noch klauen muss? Nein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe alles geklaut, was ich klauen kann. Sonst kann ich ja jederzeit wieder hier eindringen. Die kennen mich ja. Und mal später hier wieder reinschauen ins Kloster. Vielleicht kann man sich irgendwann wieder freiwillig melden, um hier im Kloster zu arbeiten. Das wäre natürlich ziemlich episch. So schnell geht's. So. Komm, wir machen noch ein bisschen Latein. Warum so in Eile? Ein letztes Mal machen wir noch den Lateinunterricht. Hallo, Herr Bibliothekar. Was bedrückt dich? Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich wäre dann hier. Wunderbar. So. Ich fange an als Schreiberling und beginne zu kopieren. Egon de Eurodi Denactyrum Etarolianos Contalo Gruntalone Gardius Inefibaliti Bali. Also da ist eine Waffe, die Gun, und die wurde dazu benutzt, um Dinos zu jagen, um Dinosaurier Dynamicium Eternalito, um also wirklich die Dinosaurier gänzlich auszulöschen. Oder es geht um ein Kaugummi. Gum et dmin domanicum. Also ein Dinosaurier-Kaugummi. Eternalitia contemplando. Es gut, Shiano. Gaudentis inifibaliti. Also das ist... Das heißt, glaube ich, das ist ein Zahnpflege-Kaugummi für Dinosaurier. Ich glaube, das ist richtig. Dann haben wir hier Vendi Acutadirum Telum Celum Celuque Go Gladuanti Adeque Aperendini Aperindi Potestatem. Da geht es ums Postamt. Tradidici, also ein traditionelles Postamt in Venedig. Und hier hat das Wando Anitotaturum Celum Dan Vinut Vidi Antus apide potatem. Da gibt es um Prothesen. Prothesen von Antonius. Um Antus. Prothesen, ja. Das kennt man. Onendo anti, da gibt es um Antiquitäten. Onendo antiquitetos selimi duendi aqua. Also also es sind Antiquitäten, die im Wasser gefunden wurden. Apredinti potentiatum tradis. Also da wurden gute Handel damit erzeugt, mit den, ich glaube, ich nenne die Antiquitäten Handel. Ramos, oh, das kenne ich. Ramos, egi, identitocum assetum, Kannibalismus, deletion, pondre, gramor. Also das ist ein gewisser Ramos und der war ein Kannibale, aber es war sehr delicious, was er gekocht hat. Mit pondre, gramor, das ist ein, pondre, gramor ist eine Art Kartoffelpüree. So, Ramos et qui terrenorum, affectum, Cannicalicum, da geht es um Canniluquium, das sind die, sagt man ja auch, was, also die Tintenfischringe, ne? Das sind Desiderium Pondere, ja, da geht es auch, also da geht es um, das sind eigentlich nur Rezepte, das sind Tintenfischringe, Kalamaris mit graviertem Kartoffelpüree. Das ist ein Ranos Liquidor Enterium Affectum Canniluquium, also da geht es um destillierten Pondum Gramor. Gramur ist immer graviert, das heißt, da ist immer was drauf gestickt. Aventum, also es ist ein Affenliqueur, also es ist also quasi ein Affensaft. Kann man auch da sich machen. Der Affensaft. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Das war bestimmt super gut. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Pass auf! Nein, nein, nein! Nicht? Ach, ich dachte, ich wäre gut. Ich bin wohl nicht gut. Leider nicht. Dann warten wir halt jetzt eben bis 16 Uhr. Guck mal, wie viel Arbeit man hier machen muss. 4 Stunden in der Bibliothek und das jeden Tag. So ein langer Tag. Und dann 2 Stunden Gebet. Ich glaube, mich würden am meisten die 2 Stunden Gebet ankotzen jeden Tag. 2 Stunden. Was soll man so viel beten in der ganzen Zeit? Ich weiß ja schon immer Weihnachten nicht beim Gottesdienst. Und der ist auch irgendwie nur 1 Stunde oder so, wenn überhaupt. So, jetzt auf geht's zum Abendsgebet. Und dann treffe ich mich wohl damit. Ne? Ich habe doch den Bibliothekar schon. Achso, ja, gut. Wie ist meine Aufgabe? Nach der Vesper, nach der Abendmesse mit Antonius im Dormitorium. Sei mit dir, Bruder. Danke, danke. Gehen wir essen? Ja? Wollen wir essen gehen? Gehen wir jetzt essen? Moment. Kommt schon. Kommt schon, ich hab Hunger. So. Messe. Warum so in Eile? Messe. Die Messe. Da bin ich immer in Eile. Schnell, schnell, schnell. Kirche, 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 Kirche. Ja, beten, beten. Geil, geil, beten. Was ist denn das Dormitorium eigentlich? Das ist der Schlafraum, ne? Au! Oh, hier komme ich gar nicht raus. Moment, habe ich eigentlich den Schlüssel noch? Nee, den hat man mir weggenommen. Oh, man hat mir den Schlüssel wieder weggenommen. Aber ich habe ja alle Toren aufgesperrt, bis auf die große. Hier will ich hier raus. Ich meine, die sind ja alle offen. Oh nein, ich habe die eine nicht aufgesperrt. Und ich habe die auch nicht aufgesperrt. Oh, das ist aber bitter. Oh, da muss ich jetzt mal, glaube ich, schnell... Der lag im Lagerraum, oder? Im Speisedings. Pass besser auf, Bruder. Vielleicht muss ich den nochmal schnell holen. Ich glaube, ich hole den nochmal schnell. Ah, nee, da sind noch Leute. Scheiß. Ah, blöd, blöd. Na gut, wir versuchen mal, ob es trotzdem geht. Vielleicht kommt einfach eine Cutscene und fertig, weil ich hatte das Zeug ja mal. Das ist natürlich blöd alles. Nicht, dass es dann nicht geht oder doch geht oder was auch immer. Okay, wir überspringen bis um 18 Uhr. Während die beim Essen sind. Und dann gucken wir mal, was er vorhat. Ich weiß gar nicht, ob das dann funktioniert. Also... So. Speise mit den anderen. Ja, das werde ich nicht tun. So, wir gehen mal hoch und schauen mal, ob wir ihn treffen können. Wo ist er? Da ist er. Hä? Nein, achso, ja. Antonius. Der Herr sei gepriesen. Für einen Moment dachte ich, du kommst nicht. Gib mir das Blut. Dies ist die Stelle, an der du mich die Empore hinuntergestoßen hast. Was hat er vor? Wir haben jetzt ja gar keinen Schlüssel, oh mein Gott. Ich habe den Schlüssel des Klosters gar nicht mehr. Also ich kann fliehen, ich weiß, wie ich rauskomme. Aber ob ich Antonius hier rausbekomme? Wir können doch den Keller raus, das ist offen, Antonius. Die Haupttür ist gar nicht offen. Servus, Eude. Grüß dich. Antonius, hier habe ich auch aus Versehen nicht aufgemacht. Es tut mir sau leid. Mist. Gut schaut's aus. Ew. Und hier hast du meinen leblosen Körper hingezerrt. Ja, habe ich. Ja, nimm die Seitentür, bitte die Seitentür. Ja, die habe ich aufgesperrt. Ja, Glück. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich die aufgesperrt. Eilst du zum Gebet? Pass auf, wo du hingehst. Oh. Schlecht programmiert. Schlecht programmiert. Gut, dass ich hier alles aufgemacht habe. Mann, war ich klug. Danke für deine Hilfe. Gerne. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Mhm. Ich lasse ihn gehen. Was mache ich denn? Oh Mann, das ist schwierig. Okay. Nach kurzer Besprechung entscheide ich mich dafür, dass ich ihn gehen lasse, weil das, ja, er wird ihn wahrscheinlich einsperren oder ich bringe ihn um. Ich lasse ihn mal gehen und wir gucken mal, was passiert. War mir eine Freude. Ich tat, was nötig war und niemand musste sterben. Mal sehen. Und was hast du jetzt vor? Tja, mich aus dem Staub machen. Das erstbeste Pferd stehlen und bis zum Morgengrauen durchreiten, bis ich weit, weit weg von hier bin. Ich hatte überlegt... Hier, nimm diesen Würfel und sag diesen miesen Halsabschneidern, ich hätte ihn bei mir gehabt. Sollte sie überzeugen. Besonders, wenn sie von dem Tumult erfahren, sobald die Brüder unser Verschwinden bemerken. Dein Glückswürfel? Könnte man so sagen. Ich hoffe, er bringt dir mehr Glück als mir. Vielen Dank. Danke, dass du mich leben lässt. Bruder Gregor. Ich heiße Heinrich. Also gut. Bruder Heinrich. Möge Gott dich schützen. Okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt quasi hier frei. Wir sind erlöst. Ich hätte jetzt gerne noch meine Sachen jetzt statt da. Hol deine Sachen fehlgeschlagen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Wir wollen uns jetzt erstmal wieder schnell umziehen. Warte mal, ich ziehe mal gleich die neuen Sachen an, die ich da gefunden habe. So, und zwar war das und die hier. Und Lederhandschuhe. Und verzierter Radstiefel. Und die schwarze Purpurt. So. Okay. Oder braune Steppjacke. Ich weiß gar nicht, was ich anhatte. Okay, das können wir wieder wegpacken. Ist das meine Google so dreckig? Ne, da passt irgendwie nicht so gut hier. Warte mal, wir nehmen vielleicht das modische Hemd. Passt das dann besser? So kann er sich sehen lassen. Eine Waffe hätte ich dann doch gerne wieder. Gib mir wieder meine Dietriche. Also das Wichtigste sind meine Dietriche. Meine Groschen. Oh, die habe ich, glaube ich, alle noch in der Truhe. Genau wie meine Weapons, hä? Oder habe ich das in Bayard? Treuer Gefährte. Ne, ich hätte die Duellklinge, genau. Den Ulm-Langbogen. Spitzpfeile. So. Okay. Dann gucken wir mal, ob ich mein Zeug aus meiner Truhe wieder bekomme. Das wäre natürlich jetzt bitter, wenn nicht. Und damit ist das Kapitel Kloster in Sasau abgeschlossen. Schön war's. Hat Spaß gemacht. Ich fand das sehr geil im Kloster. Er kennt mich gar nicht. So, und hier müssen jetzt noch meine Sachen drin sein. Yes. Alles nehmen. Ich habe mein ganzes Geld wieder. Meine Finanzen. Meine Groschen. Da. 12.000. Okay. Alles klar, wir haben alles, was wir brauchen. Alles, was da ist. Und jetzt können wir mehrere Dinge tun. Schön, Bayard, dass wir wieder zusammen sind, wir beiden. Mann. Wollen wir uns langsam mal ein neues Pferd kaufen? Die Überlegung ist, aber ich glaube, es wird Bukephalos. Au, Katze. Au. Und die Katze ist gerade ein bisschen abgefreakt. Ich glaube, wir werden uns von Bayard trennen. Obwohl, Bayard ist richtig cool. Aber ich finde Bukephalos halt hübscher neuerdings. Und wir haben in Neuhof sowieso was zu erledigen. Das trifft sich gut. Deswegen machen wir uns auf den Weg nach Neuhof. Und ja. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob wir das filmen sollen. Oder ich mache euch wieder eine Ritt-Episode daraus. Und dann reiten wir per Hand. Und gucken uns die Landschaft an. Ne? Wir müssen eigentlich auch mal ein bisschen schlafen. Ach, guck mal, man kann sich jetzt übrigens die Bärte machen lassen. Wollen wir das nochmal kurz angucken? Das geht ja jetzt, meine Lieben. Das haben sie wieder hingepatcht, dass es geht. Wobei ich sagen muss, also die Rittfolgen werden schon gut geguckt und haben auch Kommentare immer. Also da können wir auf jeden Fall noch in Zukunft was machen. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon so ein bisschen irgendwann, wenn wir das Spiel durch haben, dass wir es auch dann ein bisschen so live streamen können, wenn wir das wollen. Müssen wir mal schauen, die ganzen Nebenaufgaben erledigen und so. Ja, hallo Freunde. Mit denen muss ich auch mal die Aufgaben noch erledigen. Die wollen ja schon die ganze Zeit mit mir reden. Das ist so geil, müsst ihr euch vorstellen. Seit Wochen ignoriere ich meine alten Freunde aus der Vergangenheit da, ne, aus Scarlet. Die mit mir zusammen ja das überlebt haben, den Angriff. Gerät vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit. Ja. Der Dieb. Ach, ist es schön, wieder in Freiheit zu sein. Ja, ich habe es auch vermisst, mit euch zu reden, ihr edlen Menschen. So. Hallo. Ich kann gar nicht speichern. Ich habe keinen Ritterschnaps. So. Schauen wir mal. Also. Dienste. Ich bin an euren Diensten interessiert. Schon bin ich dreckig. Was hättest du denn gerne? Ich meine, ich mag sein 3-Tage-Bart eigentlich. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich möchte mir gerne die Haare schneiden lassen. Ein Kessenunterschnitt. So sieht das dann aus. Nee, so eher nicht. Lieber nicht. Oder Mann wie aus östlichen Ländern. Ui, oh, das ist ja neckisch. Mit so einem kleinen Pferdezopf hinten drauf. Lieber nicht. Lieber nicht. Nein, aber wobei, das ist gar nicht so. Die Lockenpracht. Oh, das nehme ich. Ist das gut? So kurz geschoren? Lieber nicht. Das ist so Peggy in Real. Gefällt mir echt ganz gut, muss ich sagen. Muttersöhnchen ist das, glaube ich, was er anhat. Lockenpracht eines Kriegers, ist ja geil. Soll ich das nehmen? Ich finde, das steht ihm ganz gut. Gefällt mir. Ich nehme ihn. Danke dir. Natürlich. Aber zuerst das Geld. Sichi. Ja, kriegst du. Gut. Bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Ich frage mich, wie haben die denn mit einer Schere so eine Frisur gemacht? Was sieht das für jünger aus? Dynamischer. Jetzt noch der Bart. Was hättest du denn gerne? Wobei ich glaube ich, sein 3-Tage-Bart lassen. Wie ein Würdenträger. Lieber nicht. Der Mustache. Minnesänger aus dem Zwirbelbart. Oh. Oh. Kann man eigentlich machen. Lieber nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein böhmischer Herzog. Oh, sieht auch gut aus. Voll der lieber nicht. Ziegenbart, Mensch. Der gestandene Holzfäller, jawohl. Der ist ja gut aus. Das ist ein Bart. Jetzt schaut der aus wie ein Mo. Lieber nicht. Ein eleganter Mann von Welt. Ach, das ist er. Lieber nicht. Na, wollen wir den Vollbart nehmen? So, den Holzfällerbart. Ja, gefällt mir. Ich nehme ihn. Super gut. Wie du willst. Man kann sich beim Friseur, also klar habe ich Geld, ein Bart hinmachen lassen. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Ah, meinst. Super, ich sehe es ja noch nicht. Aber bald werde ich es aussehen, denn es gibt einen Third-Person-Mod, aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Das habt ihr vielleicht dann eh schon gesehen, wenn diese Folge kommt. Ich lasse mich noch schnell eben waschen. Ich habe mich jetzt ja seit Ewigkeiten nicht gewaschen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Ja. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich doch immer. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. So, ui. Ach so, ich bin auch ausgeschlafen. Das ist natürlich interessant. Dann, warte mal. Es ist 2. Ja, dann reiten wir doch in die Morgenstunde. Und reiten jetzt Richtung Neuhof. Es ist wirklich sehr dunkel. Und ich habe jetzt vergessen, Ratzix Google waschen zu lassen. Das ist natürlich blöd. Das machen wir dann, wenn wir angekommen sind. Gut schaut er aus, der Heinrich. Und meine Hosen. Ich bräuchte nochmal richtige Beinkleider. Huh? Warte mal. Die Google noch. Ach, die wurden auch mitgewaschen. Geil, also alles, was ich im Inventar habe. Das ist natürlich cool. Das freut mich. So, haben wir dann noch edle Beinlinge? Oder bräuchte ich einen Kettenschutz? Kette. Die Beinlinge. Die Beinlinge reichen, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ah ne, das ersetzt er aber nur. Also passen die wohl nicht dazu. Na gut, dann die braunen oder grüne? Da habe ich so ein grünes Outfit. Ne, aber schon mal die Googles irgendwie wird auch nicht richtig angezeigt. Wo sind denn die Verzierungen da drauf? Naja, Sei es drum. Gut. Also wir wollen nach Neuhof. Wir sind jetzt in Sasau. Das heißt, wir müssen die gefährliche Route nehmen. Und da, die geht über den Süden so. Da müssen wir mal... Wir checken jetzt erstmal unseren Questlog hier. Was sagt denn unsere Questkarte überhaupt? Oh genau, da muss ich mit den Verarbeitern treffen, mit den Leuten treffen, dass ich fertig bin. Wunder dieser Welt. Ach, das ist eigentlich meine einzige Aufgabe. Okay, ja, dann können wir das andere schnell nochmal dazwischen schieben, denke ich. Okay, dann gehen wir mal nach Süden raus. Ne, warte mal, wir können, glaube ich, hier Südwesten, glaube ich, können wir rausgehen. Wir sind ja jetzt hier. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen den Weg hier durch den Wald, gehen dann hier rum, über Ratei, dann nach Neuhof. Und dann müssen wir hier durch diesen Wald. Das ist immer ein bisschen kacki. Da können wir lang. Weil auf diese Straße hier zu kommen, ist das Problem. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Hier genau, da vom Schneider links hoch, glaube ich, müssen wir. Die sind nämlich ein bisschen undurchsichtig hier, die Wege. Warte mal, wo bin ich? Ja. Es geht mir dann in erster Linie darum, also das mit dem Pferd ist so ein bisschen schwierig, weil es ist so, dass ich ja die Eigenschaften von Bayard total mag, weil Bayard halt super belastbar ist, da kann ich halt voll viel Loot reinpacken. Plus es ist halt noch relativ schnell. Und ich weiß nicht, was Bukephalos für Werte hat, aber Bukephalos ist halt einfach optisch richtig schön. Und deswegen wollte ich da mal... Und ihr habt ja auch gewotet unter meinem Mod-Vorstellungsvideo, dass wir uns dann mal ein neues, hübscheres holen. Gut, wenn man den Weg nicht findet, ne, dann macht man... Oh. Ein interessanter Ort. Bei interessanten Orten ist es immer so, da kann immer irgendwas rumliegen irgendwo, versteckt sein, muss aber nicht. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache. Manchmal liegt halt dann da doch irgendwo noch so eine Schatulle irgendwo oder... Aber nicht das so wie es beim letzten Mal und dann komme ich da hin und dann hängt da auf einmal einer und ich erschrecke mich voll. Das war wirklich grausig, das möchte ich nicht normal erleben. Oder es ist einfach nur so ein interessanter Ort und weil da so ein Feuer ist und das war's. Na, ich könnte mich zwar hier hinsetzen. Vielleicht hat man hier am Tag ja einen voll schönen Ausblick oder so. Kann ja sein. Nicht, dass ich dir überfallen werde oder so, wenn ich hier so sitze und lese. Aber wahrscheinlich hat man hier am Tag... Ja, guck mal, das kann ich mir schon vorstellen, dass man hier einen richtig schönen Ausblick darunter hat. Man sieht es jetzt hier auch so ein bisschen an der Kontur da hinten. Das sind so die Felsen, also die... Ja gut, egal. Beschäftigen wir uns nicht mit solchen Lappalien wie schöne Ausblicke. Wenn wir doch wichtige Aufgaben haben. So. Also rauf des Berges. Dann werden wir mal das Pferd vergleichen und dann mal gucken, na, was so abgeht. Ui, ist so steil hier. Das hatte ich ja fast vergessen. Oh, okay, da geht's nicht weiter. Ja, ruhig, ruhig, ruhig. Oh, oh, Henry. Hier geht's nicht weiter. Gott, man sieht halt nachts einfach so gar nichts, ne? Autschi. Ja, das ist zu steil hier. Das ist zu steil. Da gäbe es eigentlich, gibt es ja einen Weg. Ich weiß aber nicht, ob der noch weiter südlicher ist. Oder ob der hier ist. Man sieht jetzt natürlich halt auch nichts. Aber irgendwo gibt es hier auf jeden Fall so einen Durchgang, dass ich nach oben auf die Straße komme. Den habe ich schon mal genommen. Das könnte es sein. Was? Was? Ah. Geh nach Vranik und finde heraus, wie viele Männer dort sind und was sie vorhaben. Oh, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die mir erst geben. Schätze ich mal. Es ist auf jeden Fall dieselbe Questreihe. Zum Treffpunkt und dann hier. Also wahrscheinlich gibt er mir da Aussage, dass ich hier hinkommen muss. Ich glaube, das sollte ich jetzt nicht machen. Okay, dann verziehe ich mich mal lieber wieder. Und ich wollte doch eigentlich nur hier hin. Ich wollte eigentlich ganz woanders lang. Ich war tatsächlich schon mal in Vranik. Aber da war nichts. Da war nichts in Vranik. Wie komme ich jetzt hier weg? Da. Ne, Südosten. Oder gehe ich nur noch näher hin? Ich muss hier runter. Ich muss einfach nur Richtung Osten. Das ist echt schwierig. Oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gottchen. Oh Gottchen, Pferd. Pferd, wir machen das schon. Das ist gar kein Problem für uns, okay? Eieieiei, Bayard. Na? Komm schon. Ja, sehr gut. Schaut, das sind schon Bäume. Alles ist gut. Alles ist gut, Pferd. So. Das wusste ich ja nicht. Das ist immer so, da entdeckt man immer per Zufall wieder irgendwas. Da wusste ich ja gar nicht, dass ich da hin muss. Aber gut. Dann müssen wir wohl noch erst mit den Typen da reden. Und dann schauen wir mal. Gut, wo ist das? Le Street? Boah, es ist aber auch dunkel, ey. Ich sehe hier ja gar nichts. Da ist die Straße. Ah, Straße, hello. Die geht nach Süden. Ja, genau, wir müssen auf die andere. So, ja. Wir müssen hier umdrehen. Und dann Richtung Osten. Wir wollen ja nämlich ganz woanders hin. Hier müssen wir lang. So, okay. Und... Oh, was ist das? Ist das meine Reflexion oder ist da jemand anders? Ne, ist meine Reflexion, glaube ich. Was ist denn mit dir? Der Chiller. Bitte. Oh. Was ist, seit wann kann denn mein Pferd nicht über Brücken reiten? Eieieiei. So, mein Lieben. Jetzt habe ich hier gerade auf dem Weg noch hier so zwei Banditen platt gemacht, die mich ausrauben wollten. Und jetzt sind wir gleich in Neuhof. Und dann gucken wir uns mal das neue Pferd an. Oder schauen wir mal, was wir uns da holen wollen. Weil ich ja das einfach vom Optischen halt Bukephalos. Sprich mal so aus, Bukephalos oder Bukephalos. Also Bukephalos. Das Pferd von... das ist von irgendeinem Gott oder sowas oder... Von irgendwas? Von Alexander dem Großen natürlich. Gott. Kannst du was so ein Scheldenlachen. Für manche Leute, da dachte ich immer so. So, okay. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ach, in Neuhof. For real. Ach, guck mal, da bin ich noch nie rausgekommen. Alter, guck mal, ich laufe sonst immer hier den Weg lang, ne, die Straße hier. Von da bin ich noch nie gekommen nach Neuhof. Ich bin immer nur hier unten unterwegs. Also. Ich mag Bayard richtig gern. Bayard ist ein echt hübscher. Aber wir wollen mal gucken, ob Bukephalos nicht schöner ist. Ich glaube nämlich ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, ja. Besonders nach dieser, mit der neuen Mod, ne? Guck mal hier, ist aber auch richtig schön der Palo, ne? Oh, der Palo ist auch richtig hübsch. Mann, du siehst schon richtig flauschig aus. Warte mal, ich muss mal Bayard ausziehen. Ach so, und man kann jetzt seine Satteltaschen reparieren lassen. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. So. Ne, aber ja, das ist schon auch hübsch. Epona. Epona ist ein bisschen schneller. Hat aber nicht so viel Kapazität. 260 habe ich mit Bayard. Hat aber viel mehr Ausdauer. Naja. Müsste ich mir nochmal alles da angucken, was es hier noch so gibt. Aber Bayard ist natürlich auch schon richtig hübsch. Was ist denn das hier für ein schwarzer Zosse? Das ist Kelpie. Na, Kelpie ist einfach super schlecht. Aber auch schlechter. Den ganz schwarzen hätte ich, glaube ich, nicht gern. Also bin ich jetzt schon überlegen, ob ich da nicht vielleicht hier zu den Palo zu Epona. Epona ist schon mega hübsch auch. Bayard ist aber auch hübsch mit der schwarzen Nase. So ein Bukephalos zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Oh, der Scheck ist natürlich auch mega. Wo steht ein Bukephalos? Semig. Ist auch richtig hübsch eigentlich. Aber ich glaube ich nicht. Also zum Angucken ja, zum Reiten eher nicht. Aber den vielleicht, der Apfelschimmel. Kolima, boah. Apfelschimmel wäre natürlich auch geil. Und ist auch richtig gut. Weniger Kapazität. Aber das kann ich ja umskillen. Okay, 188 ist schon wenig. Aber viel mehr Mut, viel mehr Ausdauer. Und auch richtig hübsch. Eieiei. Tulpa, das sieht aus wie Bayard. Nee, ein Schimmel kommt mir nicht ins Haus hier. So, das ist Bukephalos. Das sieht man jetzt natürlich nicht so gut. Aber seht ihr, die Socken ist halt schwarz. Ist halt wie Bayard, nur in schwarz. Oh. Oh, ist sogar noch deutlich besser als Bayard. Naja, müssen wir uns mal überlegen. Ja.